Was glaubt ihr, wessen Füße das sind? Das sind Promi-Füße. Dreimal dürft ihr raten. Stimmt nicht, stimmt nicht. Ärzte, stimmt auch nicht. Die Ärzte. Die Ärzte. Aus Berlin. Die Ärzte aus Berlin. Warum darf man keine heliumgefüllten Luftballons kaufen? Das ist so, wenn man heliumgefüllte Luftballons loslässt, dann fliegen sie in die Troposphäre, wo sie dann zerplatzen, dann fallen sie runter und wenn sie auf die Weltmeere fallen, dann essen die irgendwelche Fische und sterben daran. Deswegen kauft man keine heliumgefüllten Luftballons mehr, wenn man echt PC ist, so wie wir. Und weil man wegen dem blöden Delfin keine Fische mehr fangen darf mit Netzen. Kriegt man da nicht so eine hohe Stimme von diesen Ballons? Wenn man die trotzdem kauft, dann gibt's Terror. Terror, und zwar weltweit. Oder Krieg, ja. Ich habe aber nichts verstehen, aber macht nichts. Ja. Mann, das sind die Ärzte und die werden heute heizen auf dem Bizarre. Oder wie man hier in Köln sagt, Afrogge. Afrogge, ja, genau. Ja, hat er schon gelernt. Afrogge oder auch Löwenrogge. Also okay, bevor jetzt... Entschuldigung, liebe Zuschauer. Verzeihung, also Rodrigo und ich wollen uns schwerstens distanzieren. Ich nicht. Ich finde mich super. Ja. Wir finden ihn, naja. Na, jetzt sag mal. Aber ich spiele auch du mich findest. Ich bin halt wegen dem Geld wieder mit ihm sozusagen, deshalb. Nein, aber bevor... Wir sind der Nachliner. Ja, der Nachliner. Der Nightliner. Nachliner. Und der Funliner. Ja. So, wir nehmen euch jetzt die Kamera weg. Soll ich die Kamera jetzt auf euch zu reden? Okay. Oh. So, was hast du denn hier zu suchen? Oh, weiß ich auch nicht. Was hast du denn hier zu suchen? Ich kenne schon einen Scheißdreck. So, machen wir mal großen Scheiner. Die Ärzte beim Kacken. Wir sind jetzt hier in einer Toilette. So scheißen Stars. Da ist, glaube ich, Chumbawamba drin. Nee, das sieht eindeutig nach Biohazard aus. Wir haben Sie nochmal. Bela, eine kurze Frage. Jeder wissen. Jeder will es wissen. Ihr seid im Fernsehen. Bei Biber, genauer gesagt. Den besten Musiksender, den es gibt. Was ist das hier hinten für ein Ding da? Was ist da drin? Rauf, hoch, raus. Zum Glück sage ich das jetzt nicht vorne. Ne? Toll, ein Kugelschreiber. Ist ja super. Okay, wir sind schon den ganzen Tag hier, wir waren gestern auch schon hier. Und das Festival läuft nur seit 8 Stunden und es hat noch nicht geregnet. Stark. Das ist einen kleinen Applaus wert. Ein Applaus für Gott. Da wir gerade von Gott sprechen, Bela singt das nächste Lied. Soll ein
Schönen Sohn, was es kommt, nicht mal was kommt, lachen wir vor.